Über Teneriffa und andere spanische Häfen liefern die Tanker der Blockadebrecher Öl für die Deutschen auf dem Festland. Sie tanken sogar deutsche U-Boote auf offener See vor der spanischen Küste auf. Standard Oil liefert auch noch nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg Benzin an die beiden Nazi-Fluglinien Condor und Lati. Deren Flieger transportieren Spione, Gold und Devisen nach Lateinamerika und bringen kriegswichtige Edelmetalle zurück. Am 22. September 1939, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, waren IG Farben und Standard Oil übereingekommen, ihre Geschäftsbeziehungen selbst im Falle eines Kriegseintritts der USA aufrechtzuerhalten. Den Haag, Anfang September 1939. Standard Oil und IG Farben Manager treffen ein geheimes Abkommen. IG Farben will die Beschlagnahme ihrer Patente im feindlichen Ausland verhindern. In den Händen des befreundeten US-Konzerns scheinen sie sicher zu sein. Bei der Übergabe des Buna-Patents für künstlichen Gummi muss sich Standard Oil auf Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums verpflichten, das Patent nur mit Genehmigung der Deutschen zu verwenden. Firmenchef Tiegel lässt sich auf den Deal ein. Der Überfall der Japaner auf Pearl Harbor eröffnet den Krieg im Pazifik. Damit sind die Amerikaner von ihrem wichtigsten Kautschuklieferanten Malaysia abgeschnitten. Trotz Gummiknappheit in den USA hält Standard Oil an seiner Absprache mit den Deutschen fest. Das Buna-Verfahren soll nicht in die Hände von Rivalen wie Goodyear geraten. Der einflussreiche Senator Baruch, von Präsident Roosevelt mit einer Untersuchung betraut, wendet sich an die Nation. Wir sind der Ansicht, dass die gegenwärtige Gummikrise so gefährlich werden kann, dass dieses Land ohne sofortige Gegenmaßnahmen einem militärischen und gesellschaftlichen Kollaps entgegensteuert. Zugleich muss im Land des Ölüberflusses das Benzin rationiert werden. Viele Amerikaner, auch Abgeordnete im Kongress, machen dafür die Ölgesellschaften verantwortlich, die weiter an die Nazis liefern und zudem die Kautschukpatente zurückhalten. Senator Harry Truman, der spätere Präsident, ordnet auf Druck der Öffentlichkeit eine Senatsuntersuchung über die Verteidigungslage an. Er wird unterstützt von Thurman Arnold, dem Kartellspezialisten im Justizministerium. Standard Oil und seine mächtigen Bosse, darunter Tiegel, waren Arnold schon lange ein Dorn im Auge. Vergeblich hatte er vorher versucht, dem Konzern wegen der Geschäfte mit dem Feind eine Geldstrafe von $50.000 aufzuerlegen. Unter Hinweis auf ihre Unentbehrlichkeit für Amerika im Krieg hatten die Manager den Betrag auf $1.000 heruntergehandelt. Im Senatshearing bezichtigt Arnold Standard Oil wegen des Zurückhaltens der Kautschukpatente einer fortgesetzten Verschwörung zugunsten der Nazis. Truman spricht anschließend in einer Pressekonferenz von Verrat. Durch Beschluss des Kongresses werden die Buna-Patente für Amerika freigegeben. Der mächtige Tiegel ist gebrochen und zieht sich von der Firmenleitung zurück. Der Führer und der Opel Blitz waren unzertrennliche Kameraden. Hitler und seine Soldaten brauchten ihn für den Vor- und später auch für den Rückmarsch. Hitler war der Opelgeist. Was das heißen sollte, war klar. Leistung, Ordnung, Treue. Schon in den frühen 30er Jahren beginnt Opel, die Tochter des amerikanischen General Motors Konzerns, mit dem Bau von Militärlastwagen. Vorerst allerdings, 1935, redet Hitler nicht von Krieg. Er will den Volkswagen. Die Aufstellung war beherrscht von dem Willen des Führers. Schafft den deutschen Volkswagen! Opel glaubt ihn schon zu haben, mit dem P4, dem billigsten Kleinwagen seiner Zeit. Den Auftrag bekommt ihn aber nicht. Hitler will ein auch militärisch verwendbares Fahrzeug, das die Volksgenossen für ihre Ausflüge in die Weiten Europas mit 5 Mark im Monat bezahlen sollen. Der Kübelwagen wird das zunächst am weitesten verbreitete VW-Modell. Opel darf dennoch seinen Volkswagen bauen, den Blitz. Schon 1935 wird in Abstimmung mit der Wehrmacht das Lastwagenwerk in Brandenburg gebaut.
Das Opel-Management, zu der Zeit auch die Amerikaner im Vorstand, erkennt schnell das gewaltige Geschäft, das die Heeresaufträge bieten. Gebaut für die neuen amerikanischen Fertigungsmethoden ist das Werk Brandenburg das modernste in Europa. Jeden Tag fahren 120 Lastwagen vom Band. Es war also dieser Opel Blitz das Rückgrat der Wehrmacht. Von Opel mit Hilfe, und das ist eindeutig zu sagen, amerikanische Gelder gebaut. Ohne den Blitz wäre Hitler nicht einmal bis nach Wien gekommen. Beim Anschluss Österreichs bleiben zahlreiche LKWs anderer Fabrikate liegen. Über Nacht werden hunderte von Opel Blitz im grenznahen Bayern requiriert, damit die Wehrmacht ihren Einzug in die österreichische Hauptstadt halten kann. Hitler ist dankbar. Er stattet dem Werk Brandenburg einen persönlichen Besuch ab und bestellt weitere 2000 Opel Blitz. Ein Amerikaner kümmert sich in den 30er Jahren und zu Kriegsbeginn besonders rege um den GM-Besitz in Deutschland. James D. Mooney, Vizepräsident des Unternehmens. Für seine Verdienste um die Entwicklung Opels zum führenden Rüstungsbetrieb erhält er von Hitler 1938 den Adlerorden, die höchste Auszeichnung der Partei für Ausländer. Der Opel Blitz besteht seine Feuerproben, wo immer er eingesetzt wird. Bei den Eroberungen im Osten, der Annexion des Sudetenlandes und dem Überfall auf die Tschechoslowakei. Aber auch bei den Blitzfeldzügen im Westen. In wenigen Wochen werden 1940 Holland, Belgien und Frankreich niedergeworfen. Mit Kriegsbeginn hört die Personenwagenproduktion in Rüsselsheim praktisch auf. Es werden Kapazitäten frei. Das Personal verringert sich durch Einberufungen zur Wehrmacht. Das Werk will diese Entwicklung stoppen und auch die Luftwaffe hat eine neue Verwendung für Rüsselsheim. Opel produziert nun Rumpfteile und Motoren für die Ju-88, Hitlers wichtigsten Bomber. Grundsätzlich war schon wenige Tage nach Kriegsbeginn eine enge Vereinbarung getroffen worden zwischen der Luftwaffe und dem Rüsselsheimer Werk. Das ist unterstützt worden auch durch Zusammentreffen des Vizepräsidenten Mooney, der nicht nur Korrespondenzen hatte mit der NS-Führung, sondern zu der Zeit auch in Berlin anwesend war, hier nach Rüsselsheim gekommen ist und schließlich mit Göring auch zusammengetroffen ist. Im Gespräch mit Göring äußert Mooney gewisses Verständnis für die Politik der Nazis. Auch er glaubt, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg von Frankreich und England zu hart behandelt worden ist. Göring ermutigt Mooney, zwischen den Kriegsführenden zu vermitteln. Mooney wendet sich an Präsident Roosevelt und dieser stimmt zu, sich als Moderator zur Verfügung zu halten. Roosevelt wünscht Mooney good luck für seine Mission. Berlin, Februar 1940. Ein schmeichlerischer Brief an den Dear Reichskanzler öffnet Mooney den Zugang zu Hitler in der neuen Reichskanzlei. In einem Tagebuch, das auf Einspruch von GM nie veröffentlicht wird, berichtet er über sein Gespräch mit Hitler. In seinem Report an Roosevelt beschreibt er Hitler als warm und freundlich. Des Führers größenwahnsinnige Forderung nach Anerkennung Nazi-Deutschlands als Weltmacht lassen Roosevelt jedoch kalt. Mooney hat seine Rolle als nützlicher Idiot ausgespielt. Der Unterstaatssekretär im State Department, Messersmith, nennt Mooney danach einen Faschisten. Die merkwürdige Episode um den Nazi-Freund Mooney hatte keinen Einfluss auf den Gang der Geschichte. Opel baute weiter Militärfahrzeuge, über 100.000 allein in den Kriegsjahren, die wegen der hohen Verluste dringend gebraucht wurden.